Wobei das. Na gut, wenn dann bloß ein Zug fährt, dann ist es noch in Ordnung. Wenn. Achso, steht das Signal im Weg. Na gut, jetzt ist ja oben TDD, da geht das. Mit diesen ganzen Abzweigen. Bei Voxel Tycoon würde das hier wahrscheinlich wieder schon im totalen Chaos enden, wenn man das hier so baut. Ihr kennt das ja aus der dritten Staffel, was gemeint ist. Da ist natürlich noch so ein Huckel im Weg. Ja, dann mache ich das mal lieber so, ja. Hinten war das, ne? Kann ich das so bauen, dass das hier beides abdeckt? Ach, schade, passt nicht. Da wäre es eigentlich fast schon sinnvoller, wenn der hier runter mitfährt. Und ich hier nicht wieder neue. Na gut, das habe ich so gebaut und der kommt dann auch hier gar nicht rum. Mach's einfach hier oben. Das ist, glaube ich, jetzt die einfachste Variante. Was nimmt an Kohle? Hey, wo war denn das jetzt? Ach, hier oben, der war das. Jetzt hätte ich das fast falsch gebaut. Frischofen, das ist eine Zinkhütte. Zinkbergwerk. Nee, gut, dann passt das mit den. Kann ich das hier so abdecken? Nee. Küssnachthütte. Ist noch mal ein bisschen eine längere Brücke. Können wir uns hier mal gönnen aus diesem schönen Brückenset. Wie gesagt, die GHFs findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das machen wir auch mal so hier als Übergangsgleis. Und dann kann da schon der Zug voran. Und was gibt der mir? Zink und Schwefel. Schwefel wird hier gebraucht. Nee, Quatsch, wir brauchen benötigen Kohle. Was braucht Schwefel? Reifenfabrik, Chemiefabrik, Papiermühle, Metallwarenfabrik. Papiermühle war doch hier unten irgendwo. Nee, das ist eine Druckerei. Workshop. Natriumcarbonatbergwerk. Textilfabrik. Kunststofffabrik. Eisenerzbergwerk. Na gut, irgendwas wird sich da schon finden. Ja, es ist schon auf mittelmäßig hier. Angewachsen, die Bewertung. Und der Schnittholzzug wird da wahrscheinlich auch ein bisschen. Oh, es ist hier ein Hotel gespawnt. Die wollen Passagiere haben, okay. So, das war jetzt. Das Zinkbergwerk. Was ist denn eigentlich überhaupt? Sphalerit. Hier ist eine Getreidemühle gespawnt. Ist das Zink nur auf anders oder? Sphalerit. Bergt man nicht auch als Zinkblende? Ah, okay. Zinksulfid. Okay, gut. Hätten wir es auch geklärt. Dann passt das. Zink bitte. Achso, nee, Zinkerz, ne? Der will Zinkerz und macht daraus Zink. Und der macht Zinkerz. Okay. Nehmen wir
Was habe ich hier für Käse gemacht hier? So, Abfahrt. Und der kommt in die Gruppe Zinkerz. Zinkerz. Zack. Oh, das sieht schon mal nicht schlecht aus hier. Oh, die Holz liegt vorne. LKW kann auch aus den Vollen schöpfen. Die wollen für ihr Hotel Passagiere haben. Ölsandaufbereitungsanlage. Was haben wir hier oben? Flüssigguthafen, Chlor, Treibstoff, Speiseöl? Okay. Speiseöl. Hier hätten wir nochmal Holz. Hier unten wäre Sand und Kalkstein. Die ersten Subventionen lassen echt auf sich warten. Fahrzeugpapierteile. Hier haben wir jetzt Früchte und Gemüse und Fasern. Die machen Treibstoff auf dem Zeug. Getreide und Zuckerrüben. Das könnte man dorthin bringen. Machen daraus Chemikalien, was man dorthin bringen könnte. Natriumcarbonat, Ammoniak, Galvanisierungsfabrik, Stahl, Zink, Säure. Das wäre dann was, was wir Kunam herunterbringen können. Oder gibt es eine Galvanisierung, die näher dran liegt? Das erkennt man so schlecht. Nee, es gibt hier nur die eine. Dann müssen wir es wohl gleich zweigleisig ausbauen, hier das Ding. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das daneben gebaut. So. Wie sieht denn Geld aus? Oh ja, läuft schon. Auch wenn so der große Umsatz immer noch ausbleibt. Ich glaube, hier muss ich das einfach so hier machen, weil es jetzt gerade anders nicht funktioniert. Ich glaube, da muss ich dann auch das Signal hier wegreißen, dass es da jetzt nicht zu irgendeinem Chaos kommt. Subventionsangebot von Chur nach St. Moritz. Ja, das gucken wir uns doch gleich an. Schnell diesen Abschnitt hier fertig. Ach, hier doch hier Signale auf Brücken. Oh, hier geht das endlich. Aber kann man das nicht irgendwie den Abstand größer machen? Signale. Signale in Tunneln und Brücken aller vier Kacheln. Nö, oder zwei Kacheln. Natürlich ist da ein Gleis. Du weißt es nur noch nicht.
müssen wir es nochmal abreißen anscheinend. Jetzt reißt ja die komplette Strecke hier ab. Na ja, gut, egal. So. Hä? Ach so, da gerade der Zug fuhr bestimmt. Deshalb hat er die Signale dort nicht hingeballert. Jetzt. Oh, die Signale auf Brücken, geil. So, eine Subvention von Chur nach St. Moritz. Das ist ja mitten auf der großen Insel hier. Hier haben sie natürlich irgendwie einen Schrottplatz einfach direkt in St. Moritz hingestellt. Das ist die Frage, Bus oder Zug, ne? Das wäre fast schon was für ein Zug. Da können wir erst nochmal einen Zug bauen hier. Ob ich es dieses Mal schaffe, die... Güter- und Passagierlinie voneinander zu trennen. Oh, jetzt ist das Ding im Weg. Was ist denn das? Eisenerzbergwerk? Ah, Nitratbergwerk. Können wir so mal so draußen rumbauen, dass die Leute das so sehen können. Hier ist dann der Schrottplatz im Weg. Auch gut. Das heißt auch wirklich so, St. Moritz Verwertungshof. Das kommt bestimmt geil im Zug die Ansage. Nächster Halt, St. Moritz Verwertungshof. So, was haben wir denn da? Gucken wir, wo es nach St. Moritz geht. Da können wir auch ruhig mal die hier nehmen. So, Passagiere. Speisewagen. Kapazität keine. Erhöht die Einkommensrate. Oh, das ist ja geil. Schnellzugwagen. Ja gut, das ist ja Prestige, ne? Oh, es wird Geld benötigt.